die Erwartung war, einige Autos zu sehen, die man sonst vielleicht so im Alltag im Straßenverkehr nicht unbedingt sieht. Die Erwartung wurde erfüllt. Ja, gab es dann doch schon eine Menge an Fahrzeugen, die natürlich recht exklusiv sind. Eigentlich jedes Mal auf die Army gegangen, wenn die Army war, und es hat Spaß gemacht, wie immer, haben viele schöne Sachen gesehen, viele schöne Autos. Ja, dass man halt viele Sachen mitmachen kann, dass nicht nur Autos rumstehen, wo halt abgesperrt sind, sondern halt, dass man sich auch in Autos reinsetzen kann, dass man Autos ausleihen kann, dass man mit Autos mitfahren kann, das ist eigentlich das Schönste daran. Ich wollte praktisch so geländegängig was und vergleichen Opel, VW und sowas. Das habe ich gefunden.